Wirklich absoluter Klassiker in der Management-Literatur und auch im Innovation-Management ist von Christensen der Innovators Dilemma. Und dort beschreibt er, warum große Konzerne doch immer wieder scheitern oder den technologischen Vorsprung verspielen. Das liegt vor allem oft daran, wenn es zu technischen Disruptionen kommt. Also bei einer normalen Evolution, wenn es immer wieder nur ein bisschen besser wird, können Marktführer ihre Stärken gut ausspielen. Aber oft ist zum Beispiel so, er macht glaube ich viel Beispiel mit der Chipindustrie, dass für eine Anwendungsgruppe eine junge Firma oder ein Startup entwickelt für einen ganz kleinen Markt ein besseres Produkt, was für den Gesamtmarkt immer noch irrelevant ist, aber wird in dieser Nische immer besser. Und irgendwann ist diese Technologie der herkömmlichen Technologie überlegen. Ja, oft war sie irgendwie anfangs irgendwie teurer, aber durch die größeren Stückzahlen wird sie dann günstiger. Und dann ist es oft zu spät, dass der Großkonzern reagieren kann. Er gibt dann auch so ein bisschen Tipps, wie man besseres Innovation Management machen kann. Und zeigt aber vor allem halt auch die vielen Beispiele. Man wundert sich ja immer wieder, warum in der Technologie Großkonzerne ihre Rolle verspielen, aber jetzt gibt da eine ganz gute rationale Erklärung und ist auf jeden Fall, auch wenn es ein, sag ich mal, ein bisschen akademisch ist, für jeden, der ein bisschen in Wachstumsunternehmen investiert oder der sich generell für Innovation und Management interessiert, ein absoluter Klassiker, den man gelesen haben muss.